Und damit herzlich willkommen zu meinem Reingeschaut in Starfield. Heute ist es soweit. Durch die Deluxe Edition dürfen wir heute schon Starfield spielen. Release ist eigentlich erst nächste Woche Mittwoch. Und ich finde es sehr gut von Microsoft. Da muss ich Microsoft mal loben, weil ich als PlayStation-Spieler, sie haben es so gemacht, dass die Game Pass-Variante upgradebar ist. So, dass man keine 110 € bezahlen muss für das Spiel. Das finde ich sehr gut. Und genau das habe ich gemacht, um es heute spielen zu können. Und deswegen, ohne groß zu reden, jeder, wer nicht weiß, wer Starfield ist, der hat in den letzten paar Wochen geschlafen. Und ich bin sehr gehypt. Also legen wir los mit Starfield für die Xbox Series X. Let's go. Nee, das wird starten, nicht verwalten. Ah, diese Xbox hier. Einen Moment, gleich geht's los. Wo ist es denn? Da. Los geht's. Schön natürlich, dass ihr hier auf Twitch eingeschaltet habt. Natürlich dann auch für die Leute, die später auf YouTube eingeschaltet. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und wir wollen erst mal kurz in die Einstellung gucken. Wie sieht es eigentlich mit Sound aus? Ich denke mal, das müsste alles so funktionieren. Ja, schlägt alles aus. Also ich habe alles in Ordnung. Dann schauen wir mal kurz die Option an. Schwierigkeitsgrad normal, bitte. Okay, Anzeige. Bewegungsunschärfe aus, bitte. So, Interface. Ah. Das mit dem Audio. Zugänglichkeit. Das Spiel ist deutsch vertont. Soll ich Untertitel anmachen oder nicht? Ich denke mal ja. Gut. Dann legen wir los mit Starfield. Leider nicht für die PlayStation, aber was willst du machen? Let's go. So, da jetzt bestimmt das Intro kommt, werde ich mich natürlich erstmal verabschieden. Also, bis gleich. Seals are good. Oxygen's good. Just do what you did last time, and you're fine. Follow my one simple rule. Hella, what's my one simple rule? Listen, hey, was ist da los? Boss lady knows best. Warum sprechen die Englisch? Exactly. Halt, stopp. Listen to me. Nein. So wollen wir gar nicht anfangen. Nee, 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 nee. So nicht, Leute. Nochmal. Das geht so nicht. Ich möchte schon gern Deutsch haben, das Spiel. Auch wenn wahrscheinlich wieder die englische Synchro besser ist, aber mir egal, ich will Deutsch. Das machen wir nochmal neu. Hätte gedacht, es wäre automatisch schon auf Deutsch gestellt, aber anscheinend nicht. Natürlich habe ich bei Einstellungen nicht auf Audio geguckt. Warum auch? Sprachausgabe, nein. Deutsch bitte, Dankeschön. So. Das, was eben passiert ist, das vergessen wir jetzt einfach mal und legen nochmal neu los mit Starfield. Let's go. Bis gleich.
Spiegel ist gut, Sauerstoff auch. Mach's wie letztes Mal, dann klappt alles. Halte dich an die eine simple Regel. Heller, wie lautet die eine simple Regel? Hör auf, Lynn. Die Bosslady weiß Bescheid. Exakt. Hör auf mich. Mining ist ein Job wie jeder andere. Bleib cool. Pass auf. Dann hast du dir am Ende einen Sack voll Credits verdient. Ja, absolut. Ist genau wie Arbeiten im Sterndock. Nur mit mehr Einstürzen, Lasern und sporadischen Verstümmelungen. Sehr hilfreich. Danke. Ach, das klappt schon. Dein erster Job lief doch. Und mal ehrlich, das ist nicht gerade Astrophysik. Dafür ist er im Team. Motivation. Ja, und ich kann aus 300 Metern ein Heliumvorkommen lokalisieren. Auch wieder wahr. Hier unten gibt's zwar keines, aber allein die Metallvorkommen finanzieren unser eigenes Helium. Nach der Aktion haben wir genug Treibstoff, um vom einen Ende der besiedelten Systeme zum anderen zu springen. Hey, mehr Mineralien, mehr Geld, ein ewiger Kreislauf. Aber keine unbefugten Sprünge ins Gebiet von Haus Varun mehr, ja? So ein Riesenbaby. Es gibt Schlimmeres. Weißt du, die meisten Dustys schaffen es gar nicht so weit. Ich habe ein gutes Gefühl bei dir. Gruppenkuscheln jetzt oder bei Schichtende? Ach, irgendwann, Heller. Lasse ich dich echt mal zurück. Leere Versprechungen. Ich hätte gedacht, es würde mit einem Intro beginnen, aber wir sind schon gleich im Spiel. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber okay. Mit Alice bewegst du dich. Okay, lass uns mal sehen. Wie viel Zeit noch? Ein bisschen noch. Ein paar Proben nehmen? Immer. Aber nicht du. Sieh nach Isabel. Sie soll es nicht übertreiben. Ich käme hier gerne lebend raus. Verstanden. Denk daran, Dusty. Schön ruhig atmen. Und hier unten nie den Helm abnehmen. Die Sauerstoffprozessoren reichen nicht so weit. Ja, Gott bewahre, dass wir je auf einem Felsen mit Atemluft bohren. Hm. Macht sich im Weltall auch schlecht. Der Vorteil an Jobs im Freestar Collective Raum? Weniger Regeln. So ein Auftrag in den United Colonies? Ha, Bürokratie ohne Ende. Er schreibt dir schon mal. Guck dir das hier mal an. Calvert, nein! Nein, 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 das ist ein Laser und kein Vorschlaghammer. Benning, wenn man dich nach Pausen bezahlen würde, wärst du Millionär. Ab! Ja, ja, schon gut. Wie bitte mal eins? Was ist eine Lüge? Schotter gibt's für Schotter. Keine Ausnahmen. Los, mehr Tempo. So, ich mach's mal ein bisschen lauter. Bisher minimal. Bisschen Glimmer, aber sehr schwach. So, jetzt müsste es besser sein. Was meinst du? Auf Kurs bleiben? Ja. Für so wenig Saft lohnt sich das Pressen nicht. Alles klar. Dann gilt das hier als leergeräumt. Machen wir mit der großen Ader weiter? Jawohl! So, ich soll jetzt erstmal sie hier folgen. Ja, die Lynn, genau. Kann ich mit ihr reden? Komm, mit mir. Ja, ich komm doch schon. Dusty, los geht's. In der Höhle gibt es Metallvorkommen. Ich rufe, wenn ich dich brauche. Schwere Waffe. Aha, ein Cutter. Jetzt sollen wir erstmal Ressourcen sammeln. Hey, Licht zu machen. Waffe nehmen. Okay. Sammeln Mineralvorkommen. RT, um zu feuern. Dann machen wir das doch mal. Glaubst du, wir sind hier bald fertig? Kommst von der einen Arbeit und gehst zur nächsten Arbeit hier. Ich nerv jemand anderen. Oh, ist gut. Wir sind soweit. Komm wieder zurück. Wie haben sie dich geködert? Bist du auf die Wurzeln reingefallen? Oh, das Y ist springen, okay. Es ist Zeit. Du kommst mit mir. Aber wie bei Fallout 4 war es auch so. Kehre zur Vorarbeiterin Lynn zurück. Folge Vorarbeiterin Lynn. Na gut. Grafisch gesehen sieht schon mal sehr, sehr gut aus. Die Scanner melden einen sauberen Raum. Schalter ab! Ich hätte das Spiel auch theoretisch auf PC spielen können. Da hätte man wenigstens 60 FPS.
Aber ich wollte erst mal gucken, wie es sich spielen lässt auf der Xbox Series X. Ja, was das angeht. Problem? Nur, wenn du höhere Gravitationswerte als Problem siehst. Tu ich nicht. Tust du nicht? Macht aber bis jetzt einen guten Eindruck. Sieht aus wie eine Anomalie. Hat man mir jedenfalls gesagt. Aber wir sind noch in dunklen Höhlen. Okay, jetzt machst du mir langsam Angst. Entspann dich. Ach so, ich sehe gerade. Komm schon. Ich bin für euch ja über da. Ich geh mal hier hin. Dann seht ihr das besser. Ja, so ist gut. Wir sind nah dran. Glaube ich. Es ist alles einfach. Schau eine Lampe. Lim. Nee, sieht nicht so aus. Du spürst was richtig, richtig faul. Wo ist es, Heller? Hier lang, glaube ich. Okay, du da, du bist dran. Wenn was schief geht, kommen wir dich holen. Warum sollte was schief gehen? Klappe, okay? Macht einfach euren Job. Der Kunde ist unterwegs. Okay. L3 ist rennen. Halte LB, um die Taschenlampe ein- und auszuschalten. Ich hab doch eine Lampe. Schön. Ah, da geht's tief runter. Die Werte sind immer noch komisch. Aber das ist gut, oder? Einfach weitermachen. Siehst du irgendwas? Ja. Nimm das seltsame Objekt. Da ist auch das Objekt drin. Aber ich kann schon nehmen. Ganz ruhig. Du warst K.O. Kein körperlicher Schaden. Mental abwarten. Weißt du, wer du bist? Neuling bei Argos Extractors? Klingelt da was? Nope. Kommt dir hier was bekannt vor? Ja, das dachte ich mir. Jetzt kommen wir zur Charakterstellung. Das kann jetzt eine Weile dauern. Best Personalunterlagen. Ah, das sind vorgefertigte Charaktere. Können wir uns hier mal anschauen. Spiele ich eigentlich Männlein oder Weiblein? Ich meine, so oft werden wir das wahrscheinlich... Wobei, man kann auch unter Third Person spielen. Oder machen wir selbst ein? Uff. Ich nehme mal ihn als Ausgangsposition und dann können wir mal gucken, was wir noch alles machen können. Was können wir denn hier machen? Muskulös, dünn. Oh Gott, nee, das ist zu dünn. Schwer. Nee, das wollen wir jetzt auch nicht. Gehen wir mal auf muskulös. Hier so, ne, nicht so viel. Mache hier keinen The Rock. Ja, normaler Typ halt. Körpertyp. Also mal Laufstil. Ja, okay, wir nehmen die 1. Hautfarbe ist okay. Gesicht. Echt. Zählt das, die Hautfarbe jetzt nur fürs Gesicht, okay. Kopfform ist auch okay. Haare. Kann man irgendwie rauszoomen? Ja. Was nehmen wir denn da? Ja, sorry Leute, aber die Zeit nehme ich mir. Wollt ihr ja schicker aussehen. Hey, kommen wir schon zu den falschen Frisuren. Ich glaube, wir lassen die, die vorher waren. Cornrows, auch nicht schlecht.
Alter Mann, wollen wir nicht spielen. Wir nehmen die. Haarfarbe kann schwarz bleiben. Bart ist eigentlich auch vollkommen in Ordnung. Ja, das ist noch besser. So, Hintergrund. Ach du Scheiße. Bestienjäger. In dem besiedelten System wimmelt es von feindseligen. Schließt das jetzt mal für mich schnell durch. Ach du Scheiße, gibt's da viel. What the? Gangster. Puh. Ich lese jetzt natürlich nicht alles vor. Das würde jetzt meiner Meinung nach den Rahmen hier sprengen. Bildhauer. Natürlich gibt uns das jetzt natürlich auch, wie ihr unten lesen könnt, die ganzen Fähigkeiten. Cyberrunner. Hier zum Beispiel Schleichen, Sicherheit und Dieb. Hm. Diplomat. Überzeugen. Ah, das ist... Ja, das ist gar nicht so einfach, was du nehmen willst. Gewicht heben. Boah, das ist schwer. Koch, Kopfgeldjäger. Ich tendiere, glaube ich, mehr zum Kopfgeldjäger, weil der Boostpack-Training, weil man sehr viel mit Jetpack spielen würde in dem Spiel. Und das wäre sowieso das Erste, was ich auf jeden Fall leveln würde. Also würde ich, glaube ich, sowieso eher auf den Booster gehen. Pilger, Professor, Ronin. Was geht noch mehr? Ach Gott. Hier ist auch nochmal Boostpack. Fitness. Oder ich nehme Soldat. Türsteher. Was war's anders? Kopfgeldjäger oder Soldat? Entscheide ich mich. Ich werde Kopfgeldjäger nehmen. Zack. Und jetzt haben wir noch Merkmale. Bitte was? Alien-DNA. Du hast dich für ein riskantes Experiment freigemeldet, das Alien- und Mensch-DNA vereint. Darum startest du mit erhöhter Gesundheit und hast mehr Sauerstoff. Allerdings sind Heil- und Nahrungs-Items weniger wirksam. Ach du Scheiße. Jetzt musst du ja studieren hier. Oh, das ist cool. Heldenverehrung. Das nehme ich auf jeden Fall. Kinderkram. Weil du kriegst auf jeden Fall schon mal ein neues Crewmitglied. Wie ihr sehen könnt. Kinderkram. Boah, das ist echt. Es hat halt natürlich alles Vor- und Nachteile, ne? Das ist schon sehr bedenklich hier alles. Traumhaus. Wöchentlich 125.000 Credits bezahlen. Ah, nee, das will ich nicht. Boah. Muss ich jetzt drei nehmen oder kann ich auch nur das eine nehmen? Weil das Heldenverehrung ist das einzige Positive, was es nur hat. Das können wir mal noch nehmen, das finde ich gut. Ah. Ich nehme mal noch das hier. So. Gut, da haben wir unseren Piloten hergestellt. Namen können wir anscheinend nicht ändern, so wie ich das hier sehe. Nee. Dann können wir jetzt beenden und loslegen. Let's go. Jetzt kommt natürlich Name.
Wie nenne ich ihn? Ach komm, ich gebe ihm meinen Namen. Da. Zack. Bestätigen. Let's go. Du hast wohl einen ruhigeren Job gesucht, was? Kopfgeldjagd ist schon was anderes als Space Mining. Das ist richtig. Okay, die Probe hast du. Der Kunde ist unterwegs. Ich bin ja natürlich bei euch jetzt dann im Text werden wir drin, bezahlt. Ja? Aha. Erinnerst du dich noch an irgendwas? Ich muss doch mal hier. Das ist. Oder ich gehe auf die andere Seite. Machen wir es mal so. Ah nee, das ist dann auch was. Scheiße. Wo gehe ich denn hin, Leute? Hier oben hin? Bleib mal hier oben. Jetzt war jetzt unten ein bisschen abgeschnitten, aber. Oh, ich bleib mal hier oben. Sag was. Ja, ist ja gut. Was? Ganz ruhig, Superstar. Sind wahrscheinlich nur die Endorphine von der Bewusstlosigkeit. Hab jetzt hier bitte kein Erlebnis, ja? Geht sicher gleich wieder. Viel wichtiger ist, wir haben, was wir wollten. Der ganze Stress wegen dem blöden Ding? Sieht voll langweilig aus. Ist doch egal, wie es aussieht. Das Ding ist mehr wert, als die Mine den ganzen Monat eingebracht hat. Wir, wenn man vom Teufel spricht. Also die Frage, spielen wir so oder bleiben wir in der Ego-Perspektive? Naja, so finde ich jetzt. Nee, ich bleibe in der Ego. Unser Constellation-Kontakt ist im Anflug. Moment. Dieser Entdecker-Trupp? Ich dachte, die wären Loser. Du bist nur zu jung und hast keine Ahnung. Hey, ich sage ihr nur, dass sie einen Ruf haben. Scheiße, die halbe Crew glaubt sicher, dass es sie gar nicht gibt. Die halbe Crew glaubt auch, dass es die Erde nicht gibt. Tut es aber. Genau wie die Constellation. Ja, aber komm schon. Den Weltraum erkunden? Wer macht das denn noch? Der Raum, den wir kennen, ist doch Stress genug. Für die wohl nicht. Okay, Dusty, Luftschleuse. Leg den Helm an. Drücke, hier sehen wir ja unser Menü. Analysiert 80%. Patrick, Level 1, Gesundheit. Skills, Inventar. Was haben wir denn bei Skills? Für jeden Stufenaufstieg erhältst du einen Skillpunkt. Jeder Skill schaltet der Herausforderung frei. Schließe dies ab, um einen Skillpunkt zu erhalten, mit dem du den Skillrang erhöhen kannst. In der oberen Reihe siehst du die Einsteiger-Skills. Die Reihe darunter sind so lange gesperrt, bis du die minimale Anzahl an Skillpunkten in dieser Kategorie ausgegeben hast. Ah ja. Entsperren. Nahkampfwaffen verursachten Schaden. Du erleidest Angriffe. Okay. Ballistische Waffen. Okay, Forschung, Technologie, ach du Scheiße. Ja, das ist kein kurzes Spiel. Definitiv nicht. Inventar. Neue Items. Medipack. Okay. Interessant. Wähle die Kategorie Helme aus. Warum? Gibt's denn hier Helme? Da. Wähle den tiefen Helm auszurüsten. Habe ich. Da unten gibt's noch Missionen. Du kannst bestimmen, welche Quest in deinem HUD angezeigt wird. Es kann jeweils nur eine Quest verfolgt werden. Wähle die Quest aus, um in der Liste offener Ziele anzuzeigen. Wähle ein beliebiges Ziel, bla bla bla. Ja, bis mal. Okay, Haupt. Fraktion, sonstiges, Mission, Aktivität und beendet. Alles klar. Das ist viel, viel zu tun. Okay. Und unten links haben wir noch gar nichts. Okay, wir haben das Weltall unten links. Zumindest den Planeten. LB, Ressourcen zeigen. Benzol, Argon, Nickel, Aluminium, Wasser. Okay, oh ja. Eieiei. Das wird sehr zeitfressend, das Spiel. Okay, legen wir los. Hey,
Setz mich mal hier drauf. Oh, hier hin, okay. Ist, glaube ich, besser. Statt da oben in der Ecke zu sein. Oh, oh, so ist gut. Ui, Tageslicht. Aber das ist so 30 FPS hat das Spiel, das merkt man nicht wirklich, oder? Ein bisschen in der Bewegung sieht man es ja. Aber ansonsten. Okay, Nahkampf gibt's auch. Gut, ich warte bei dir. Oh, sie hat das Artefakt in der Hand. Barrett? Lynn! Ist lange her. Ha, in der Tat. Die Mine auf Bindi, oder? Kasal war sein Drecksloch. Genau wie hier. Seltene Mineralien. Du hast jetzt einen etwas erleseneren Geschmack, was? Also, ihr habt was gefunden, ja? Genau hier. Der neue. Ach ja. Und alles lief cool. Einfach wie Mineralien einsammeln auf Bindi? Kasal. Und nein, Barrett, es lief nicht cool. Er ist nach der Extraktion umgekippt und hat ein wirres Zeug geredet. Ehrlich, Cowboy? Warst du auf einem Trip, ja? Könnte man so nennen? Könnte man so nennen. Ha, gleich so cool, ja? Nicht der sanfteste Einstieg in die Mysterien des Alls. Aber hey, musste ich auch durch. Hey, gib mir einfach die Credits. Dann bin ich froh, wenn ich dich und dieses Ding nie wiedersehe. Deswegen mag ich dich, Lynn. Kein Heckmeck. Barrett, die Scanner der Frontier melden ein Schiff, das sich rasant aus dem Orbit nähert. Ich dachte echt, sie wären weg. Barrett? Oh, Scheiße. Immer eine Waffe. Kriegst du nicht die Waffe? Hallo? Keine Gnade! Wie kann ich denn mal die Waffe wechseln? Das wurde mir jetzt natürlich noch nicht gesagt. Ausrüsten. Ich erwähnte schon mal, dass ich PlayStation-Spieler bin und mit diesem Xbox-Controller. Oh, das ist unser. Ist nicht so meins. Du hast wenig Gesundheit. Drücke. Alles klar. Zum Glück bin das nicht. Ich brauche Deckung. Alter, aber hier aus, ey. Was ist mit der anderen Waffe?
Waffe. Und hab sogar einen Nahkampfwaffe. Guck, wie viel Schaden die macht. Macht gar keinen Schaden, okay. Ich muss dann erstmal gucken, wie man überhaupt Waffen wechselt. Das wäre nett. Keine Gnade! Ja. Schön looten hier. Wir haben bestimmt auch wieder eine Gewichtsanzeige. Was ist das hier für eine schöne Waffe gewesen? Oh, wir haben sogar einen Anzug. Luftbasiert, Strahlung. Okay. Aber es wäre jetzt mal nett zu wissen, wie man die Waffe wechselt. Kann man nicht. Man kann die Waffe nicht wechseln. Interessant. Natürlich wurde Barrett verfolgt. Jedes Mal. 3 Medipacks habe ich noch. Das war echt tolle Arbeit, trotz des Drucks. Du hast das Artefakt ausgegraben, ja? Dann hast du die Visionen gesehen? Du kommst mit mir zur Constellation. Du gehörst jetzt dazu. Was ist die Constellation überhaupt? Starrst du nachts in die Sterne und fragst dich, was da draußen ist? Das sind wir. Da fliegen wir hin. Okay. Fantastisch. Oh nein, Barrett, nein. Du glaubst, du kannst nach der Nummer einfach abdüsen? Oh, ich habe euch wohl echt gerade auf die Abschussliste der Crimson Fleet gesetzt. Wie wär's, wenn ich bleibe? Und stattdessen deinen Dusty schicke. Ich weiß. Aber er ist kein meiner mehr, Lin. Als er diesen Felsen berührte, änderte sich was. Sag mir nicht, dass du es nicht spürst. Fein. Abgemacht. Hau endlich ab, Dusty. Auf dich wartet Größeres. Ich heiß nicht Dusty. Okay. Geh, bevor ich was sag, was ich bereuen werde. So. Nachdem das geklärt ist. Vasco, bring ihn zur Loge. Keine Umwege, außer sie sind unvermeidbar, okay? Indigo-Protokoll. Indigo? Schon wieder? Schön. Ach, und hey, hier. Kannst du da draußen gut gebrauchen. Und du siehst sogar, wie spät es ist. Ey, eine Uhr. Die gab's ja auch in der teuersten Box gibt's die sogar in echt. Hey, sieh dir das an. Die Uhr passt dir perfekt. Also, Fragen? Drücke B, wenn du ein Gespräch beenden willst, okay. Ja, da wollen wir mal, was er zu sagen hat. Na komm schon. Bist du gar nicht neugierig, was es mit der Lichtshow und der Musik auf sich hat? Warum nur du das erlebt hast? Falls du es nämlich nicht gemerkt hast, von uns hatte seitdem niemand ein Problem. So wie ich das sehe, braucht die Constellation zwar das Artefakt, aber sie brauchen auch dich. Die Sache wird immer rätselhafter und du steckst jetzt mittendrin. Eigentlich gehört es gar nicht mir. Ist geliehen. Vasco hält dich auf Kurs. Außerdem mache ich eine Ausnahme, weil du der Constellation von deiner Vision erzählen kannst. Wer seid ihr? Was ist die Constellation? Das ist das Problem mit den besiedelten Systemen. Man hält schnell alles für selbstverständlich. Während alle anderen politische Spielchen treiben, trotzen wir dem Unbekannten.
erkunden die gigantische Leere des Alls. Ohne uns ist die Galaxie nur ein großes Zimmer mit ausgeschaltetem Licht. Das ist die 1-Million-Credit-Frage. Und die Constellation kann die Antwort finden. Mit deiner Hilfe. Ja, warum waren die denn da hierher? Sie folgen einfach der Beute. Wie alle Piraten. Und ich habe den Ruf, ein Beutesammler zu sein. Okay. Und Vasco, lass sie nicht mein Schiff zerstören. Oh, unten links sehen wir O2, CO2, Terra. Wir leben noch. Oh Gott, ich muss kotzen. Oh. Hey, ich weiß nicht, wie du da cool bleiben konntest. Sie sind nun wohl der neue Captain der Frontier. Mein Schiff? Fürs Erste. Gibt da schon viele Videos, wo man Star Wars Schiffe nachgebaut hat. Find ich cool, dass das überhaupt möglich ist. Die Rampe hoch, Captain. Ich bin in der externen Bucht. Gehen wir mal hoch. Captain. Ja. Ich nehme an, Sie können ein Schiff der Klasse A fliegen. Barrett sagt immer, es ist so leicht wie Radfahren. Ich versuche, die Schilde hochzufahren, falls es irgendwelche Probleme gibt. Ja, dann kann ja wieder alles mit einstecken. Alles mitnehmen. Okay. Tasse. Was ist das? Forschungsstation. Schließe im Forschungslabor Projekte ab, um neue Herstellungsrezepte zu entdecken, um mit deinem Forschungsobjekt voranzukommen, benötigst du Materialien. Dabei kann es sich von Planeten extrahierte Rohmaterialien handeln, um organische Substanzen von Alien-Kreaturen und Pflanzen oder um die industriell werkbar herzustellen. Kommen wir nicht, aber. Ah ja. Na gut, wir haben jetzt natürlich noch keine Ressourcen für das alles. Was du hier alles machen kannst, ist ja Wahnsinn. Krass. Okay, warum nicht? Bett. Hey, hier gibt's eine Help. Ja, das ist aber schlecht. Medipack, das nehme ich. Nachtwäsche. Okay. Das Schiff sieht von außen aber größer aus. Pilotensitz. Schilde bereit. Den Rest übernehmen Sie. Halte Y, um abzuheben. Okay. Ich darf jetzt selbst steuern. Nett. Nachdem wir nun im Orbit sind, sollten wir die Steuerung und alle Systeme testen, um sicherzugehen, dass kein katastrophaler Ausfall droht. Ich kann Sie durch den Prozess leiten. Falls Sie aber schon viel Flugerfahrung haben, starten Sie einfach alle Systeme und es geht los. Wähle mit links rechts ein Schiffssystem mit, weist du ihm Energie zu. Mit das Tutorial für das Schiff überspringen, dann starte alle Systeme, okay. Okay. LAS, was heißt das alles? Jedes System auf einem Schiff braucht Energie. Sie kontrollieren, wie viel Strom wohin fließt. Sehen wir uns den Antrieb an. Ja, das muss ich mir jetzt angucken. Das der ist Antrieb kontrolliert unser maximales Tempo. Spielen Sie mit der relativen Geschwindigkeit.
Okay. Schiffsantriebe haben einen gewissen Punkt, an dem man besser wenden kann. Wenden Sie Ihre Aufmerksamkeit dem HUD zu. Links unten sehen Sie einen Fahrtmesser. Die Anzeige verändert sich, je nachdem, ob Sie Schub geben oder wegnehmen. Zentrieren Sie die Anzeige so, dass sie mit der Mitte der vertikalen Balken rechts davon übereinstimmt. What? Mit Boosts kann man einen Geschwindigkeitsschub erhalten. Drücke LS für einen Tempo-Boost. Okay. Wenden wir uns den Schilden zu. Leiten Sie Energie zu den Schilden. Mehr Energie erhöht deren Stärke. Schilde schützen das Schiff vor Hüllenschaden. Ohne Hülle werden wir pulverisiert. Das ist richtig. Die Schildenergie wird rechts unten angezeigt. Der Hüllenschaden darunter. Okay, was bedeuten die alle? Also ANT ist Antrieb, SCH-Schild, GRV. Sie fliegen recht ordentlich. Kennen Sie sich auch mit Kampftaktiken aus? Oh. Das dort ist nämlich ein Crimson Fleet-Schiff und es setzt seine Waffen ein. Wir müssen Ihre Schilde deaktivieren. Laserwaffen sind dafür besonders. Halte das Schiff in der Mitte des HUD. Dann können wir es erfassen und eine Lenkrakete abfeuern. Die gegnerischen Schilde sind unten. Ballistische Waffen beschädigen die Hülle, wenn die Schilde offline sind. Den Flug an den Schiffwagen und drücke A. Okay. Oh, man kann auch Außenperspektive. So haben wir gemacht. Und jetzt? Es springen zwei weitere Crimson Fleet Schiffe zu unserer Position, Captain. Noch mehr Ärger hier. Hey, hier geblieben. Das ist nicht vorbei.
bist ja die ganze Zeit über mir. Arschloch. Komm her. Schnell. Okay, jetzt noch ein bisschen mehr Speed hier. Immer diese Dogfights. Immer müssen sie über einen drüber fliegen. Mein Schild ist kaputt, scheiße. Schiff ist niedrig, fällt sich auf null, explodiert dein Schiff. Drücke RS, um dein Schiff zu reparieren. Komm mal her jetzt hier. Ich gehe nicht in die Mitte meines Bildschirms hier. Alter. Geht's andere Richtung. Kann er so schnell in solche Kurven fliegen? Ah, ich glaube, jetzt habe ich. Deine Energie da ist sie gar nicht mehr. Das Ausmaß der Feindseligkeit der Crimson Fleet ist weitaus größer als erwartet. Wenn das so weitergeht, könnte unsere Mission durch ihre unaufhörlichen Angriffe tatsächlich gefährdet werden. Sie sind hinter der Frontier her und werden nicht aufhören. Wir müssen uns um den hiesigen Captain der Crimson Fleet kümmern. Ein aktueller Scan zeigt eine verlassene Anlage auf dem nahegelegenen Mond von Crete. Ein perfektes Piratenversteck. Puh, drücke Select, nenne ich jetzt mal, Datenmenü zu öffnen. So. Das hier. Oh, Schiff. Ja, hier könnte man jetzt umbauen, wenn man noch Sachen hätte, aber haben wir nicht. Level 1. Nee. Wie soll denn da hin? Reise nach Crete. Hier ist Crete. Landeziel festlegen. Kann ich da jetzt auch selbst fliegen oder muss ich da schnell Reise machen? Wir haben es markiert. Ja. Jetzt sehr weit aus. Ich glaube nicht, dass ich das jetzt fliegen möchte. Machen wir mal eine Schnellreise.
Okay. Mond von der Anzelon. Wir haben den Orbit erreicht. Die verlassene Anlage mit unserem Captain befindet sich auf der Oberfläche. Ach so. Die Rax, das sind die Raketen. Das sind die Waffen hier links. Ah, okay. Da habe ich natürlich ein bisschen geschlafen. Ich hätte die Waffen stärker machen können. Okay, dann machen wir mal kurz hier weg. Ein bisschen mehr Speed haben. Drücke Start, um das zu halten. Ja, weiß ich. Kann ich jetzt. Die Planetenansicht der Sternkarte enthält Informationen über die Umgebung, lässt dich Planeten auf Ressourcen scannen und hilft dir, wichtige Landeplätze zu finden. Dreh den Planeten, bis du das Kartensymbol Kret-Forschungslabor siehst. Wähle es danach aus, um dort zu landen. Ja. Jetzt könnte ich landen. Machen wir das mal. Das ist ganz schön kompliziert. Ich glaube, das Spiel musste echt studieren hier, ey. Meine Fresse. Ja, das Spiel ist sehr zeitaufwendig. Die Story soll wohl ungefähr zwischen 25 und 30 Stunden gehen. Mit allem drum und dran bist du locker 500 Stunden beschäftigt. Das ist ein Mammutspiel. Kümmere dich um den Kapitän der Crimson Fleet. Verlassen, abheben, aufstehen. Immer verlassen. Gut, aber wie es hier weitergeht, das sehen wir natürlich nicht in der nächsten Folge, sondern natürlich auch gleich bei Twitch. Bei YouTube ist dann die nächste Folge, denn ich mache jetzt mal eine kleine Pause. Übrigens, solange der Stream geht, er wird sehr lange gehen. Sehr lange. Gut, wir sehen uns dann gleich wieder hier auf Twitch. Ich mache eine kurze Pause und auf YouTube heißt es dann für euch, bis zur nächsten Folge. Also, wir sehen uns.